es nur zu klar. Feinde überall, die unsere Herrschaft beenden wollen. Wir werden dem Treiben nicht länger untätig zusehen. Was hält man von einem Papst in Rom, der sich an die Macht klammert und eine einstmals heilige Stadt mit abscheulicher Verderbtheit und prahlerischer Gier beschmutzt? Dieser Borgia-Stier verwechselt seinen Willen mit dem Gottes. Schlimmer noch, er zertrampelt den Willen Gottes. Verfallt nicht der Täuschung. Borgia will Florenz in den gleichen Abgrund ziehen. Au!